Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute meinen, ja, Durst-Tillar wieder ein bisschen weiter leveln. Der ist mittlerweile auf Stufe 61 und wir wollen jetzt wieder ein paar Dungeons machen. Und da wir ja einen 59er dabei haben, gehen wir natürlich ins Bollwerk und queuen hier einmal random. Und ich bin mir sicher, dass wir ins Bollwerk kommen werden. Da kann man nämlich mal so einen Trick ausnutzen. Na siehste, wunderbar. Bollwerk, einmal haben wir Quests. Eigentlich müsste ich mir jetzt immer einen suchen, der 59 ist und dann die ganze Zeit durch hier mit dem Q, am besten einer, der Levelstopp oder so drin hat. So, wir machen den Timer, setzen wir. Einmal das Flask-Dings da. Flask ist es ja nicht, aber den Trank rein. Wobei, es geht so wie die Ding. So, jetzt will ich aber euren Damage sehen, ne? Hier, mir wurde gesagt, der Survival Hunter haut den übelsten AE-Damage raus. Jetzt schauen wir mal, was da so kommt. Oh, kacke, das... Jetzt wird aber doch einiges gepult. Hier am Anfang kriegst du immer noch richtig aufs Maul, hier in dem Laden. Und du kriegst gut Aggro, ne? Obwohl ich da am Reinzimmern bin. Also von dem Hunter sehe ich jetzt gar nichts. Oh, genau, ja, steht Alf. Ja, aha. Okay, raus mit dem. Ich habe den Arm jetzt extra niedrig gehalten, nicht, dass man das fehlinterpretieren könnte. Ja, eigentlich wollte ich es anders machen, aber muss man ja aufpassen. Voll der falsche. Ja, das war der linke Arm, richtig, das ist Absicht. Oh, HT. Ach so, HT, jetzt hier beim. Jetzt also, wenn ich jetzt so ins Recount schaue, ist ein Hunter unter dem Tank und ein anderer Mage ist auch unter dem Tank im Damage. Das, ja, ne? Raus! Weißt du, ein Mage macht wenigstens Damage. Deswegen hat der einen festen Slot. Dann werden die Folgen. Muss ich ja carryen. Ja, richtig, einer muss carryen. Einfach Arcane Explosion Drop klicken, oder? 60% Arcane Explosion. Nein. Ja, gut, ne, der Drill Tank braucht sich nicht beschweren, hauen und Frank Neve spammen, ne? Aber ich muss auch ein bisschen Active Mitigation machen und mich heilen und ein paar Dev-CDs und so. Wann werden die Folgen eigentlich hochgeladen? Hochgeladen schon relativ bald, aber öffentlich gestellt halt nacheinander, ne? Ich meine, Mentloft, glaube ich, noch das Magar und das Dunkeleisenzwerge-Dings-LP. Die kommen halt immer. Ich mache die LPs. Moment, wann mache ich die im Moment? Ich glaube immer Donnerstag. Ne, immer montags und Donnerstag. Oder? Ne, Donnerstag nicht. Freitag ist, glaube ich, im Moment, wenn ich mich nicht recht irre. Macht das halt immer an festen Tagen. Alter, jetzt wird hier alles weggelootet einem. Komm, dann ziehen wir die gleich hinter und machen die hier hinten. Ne, und quasi laufen erstmal die alten noch durch. Und dann, ja, kommen die neuen. Aber ich glaube, es ist schon relativ weit fortgeschritten. Dunkeleisenzwerge ist, glaube ich, schon halb durch den Magar, ist jetzt auch schon angelaufen. Und Magar war eh relativ kurz nur, weil ich den extrem... Ich glaube, das waren nur insgesamt 12 Episoden beim Magar-Ork, weil der ja nochmal diesen 50%-Buff hatte. Und es mit dem halt eh irrsinnig schnell ging, ne? Also, da ging es echt richtig fix. Ich hätte vielleicht erst looten sollen. Das ist meine... Ah, ne, meine zweite Kiste ist das. Ich habe mir die ganzen Kisten weggelootet, ne? Ich hoffe, da oben sind noch welche. Unter der Treppe. Okay. Ja, nee, sind oben auch noch welche? Okay, ich loot jetzt erstmal die unter der Treppe. Ihr macht das schon, du tankst den, ne? Ich hab mir halt immer noch keine Waffen-VZ draufgehauen, ne? Fällt mir jetzt gerade so auf. Selber schuld. Im Low-Level bringt's halt am meisten. Ja, das glaube ich. Es mir immer selber her, verkaufe es sogar recht erfolgreich. Jetzt macht ein bisschen Geld. Ich habe einen Engel gerade so gekriegt, da geht was. Ja, eh Schaden, Leute. Aber wir haben gut, wir haben eine sehr AE-lastige Gruppe. Ja, aber wir haben eine sehr AE-lastige Gruppe, da kannst du halt echt durchprügeln, ne? Also da geht dann halt so eine Instanz halt richtig zügig. Haben wir die da. Wir machen den rechten Boss gar nicht. Ach so, für die Quest können wir tatsächlich. Quest. Ja, aber kommt doch bestimmt noch mal.
Ja, dann lass es jetzt beim ersten Mal machen, den Ding stimmt, aber im Normalfall machst du den nicht, weil du ja hier direkt die Dings triggern kannst, ne? Töte die hier unten mal als erstes, dann kommt nämlich der gammelige Boss runter. Und gar kein Melee, ne? Könnt eh schon auf den Boss schießen. Doch nicht. Doch, doch, den kannst du schon targeten. Obwohl, er ist wahrscheinlich zu weit weg dann. Ah ne, du bist ja, ne? Bist ja ein Melee. Survival. Ja, macht das Aber keinen der Sinn, Vogel kann zumindest angreifen. dann schieß mal hier auf den da. Weißt du, rennt da unten hin und kann dich hitten. Das hat ja jetzt Doch, viel Sinn hinten ging gemacht. ja eben. Echt? Ja, aber, naja. Aber drunter steht halt. Ja, erstmal dahin laufen, hätte ja, da schenkst du ja viel zu viel her. Ich hasse das, diese Truhe hier, ne, bis du die Abschluss-EP kriegst, das dauert immer so lang. Hab ich jetzt das Ding nicht gekriegt? 70k. Ja, das ist halt eine der besten Inis, die du haben kannst. Na ne? Gut, Verlies toppt natürlich gar nichts, aber im Dingsbereich ist die halt echt top. Kannst du nichts sagen. So, jetzt machen wir den anderen Boss da drüben noch, dass wir die Quest haben. Warte mal, wie hoch ist denn unser Ding? Okay, der ist jetzt Stufe 60. Wenn wir Glück haben, kommen wir nochmal hier rein. Okay, ich sollte Ja, ich vielleicht. da. Ja, ich hab Wall und Dings drin, passt. Keine zwei Aufladungen vom Dinger, das ist echt ätzend. So ganz zur Not kann ich noch Shadow melden. Naja, der Boss kommt aber nicht ran. Hätte ich den Tentakel umsonst gestellt. Ich schätze mal, dass ich den auch nicht kicken kann, oder? Schauen wir mal. Moment als Kultiraner? Ja, ich habe den Kultiraner-Kick probiert. Der andere Boss im, ne, im Low-Level, der ging ja komischerweise. Den konnte ich ja wegkicken. Jetzt wollte er mich hier wegkicken. Na, sonst sowas. Zum Glück kann ich chargen. Hast du Levels gerade ziemlich angestrengt? Was levelst du denn, Lexi? Ja, die paar Casts ganz links noch stehen. Ach so, das meinst du, oder? Ja, das ist einfach irgendein Käse. Weiß ich nicht. Und das habe ich eigentlich ausgeblendet. Da habe ich eigentlich immer nur die. Ach, ich habe den Roy ja schon. Ups. Okay, ja gut, ne? Bin gar nicht gemerkt. Ich kann mir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Zauber rausziehen. Die ich noch. Moment. Habe ich irgendwas noch nicht rausgezogen? Ja gut, das ist das Ganze. Das der Elf wäre vielleicht schon mal praktisch. Dingspells brauche ich nicht. Besänftigen kann man vielleicht mal brauchen. Da kannst du den Wuteffekt von den Mobs runternehmen, das ist ganz praktisch. Früher konntest du, glaube ich, auch die Akku-Range von den Mobs verringern, aber. Ne? Ach, das automatische Abgeben ist schon praktisch, habt ihr gesehen? Geht gut durch. Für die ganz Faulen. Ja, du, ist schon praktisch, muss ich sagen, definitiv. Kann ich denn nicht? Das? Du hast gerade angemeldet und gleichzeitig wieder abgemeldet. Ja, irgendwas hängt hier. Irgendwer hat seine Rolle nicht gesetzt. Ich glaube, deswegen spackt das. Ganz, ganz komisch. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir im Beutel haben. Na, ein Ring ist immer das Schlechteste. Kommen wir nochmal rein, wenn wir Glück haben, dann müssen wir den anderen Gammelboss auch nicht machen. Ich hätte mal verkaufen sollen, ne? Sehe ich gerade, ich habe schon wieder so viel Mist. Direkt wieder. Oder Ah, ist es kann das auch die die andere andere? sein. Ja, Die perfekt, ist. das ist die. Ah, doch, ist die andere. Ne, das ist die richtige. Ach ja, stimmt. Die haben aber den Kann gleichen jetzt abgeben. Ladebalken, deswegen siehst du es nicht. Ah, dieses blöde Gestanne. Ich hab doch voll die Quest vergessen hier.
habe ich die gerade noch angenommen und konnte den Kopf gerade noch mitnehmen. Ah, ich bin mehr betäubt als alles andere. Ja gut, klar, wenn du die Questtexte und so durchliest, dann ist das Addon nichts, aber weißt du, ich habe das alles schon x-mal gemacht und so interessant sind die Questtexte hier von den Instanzdingern ehrlich gesagt nicht. Ja, wenn ich halt einen Spot ready hätte, ne? Ah, jetzt, okay. Willst du mich nur leiden sehen? Absolut, ja. Macht unser dritter Mage eigentlich falsch. er castet Pyroschlag, er ist halt Feuer, er ist halt nicht erkannt. So. Muss ja bloß in. Es ist ein Klick im Damage-Meter, dass du siehst, was er halt castet, ne? Aber zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, hilft auch. Immer das ist Schritt zu richtig. Halten. Na klar, wenn du am Tank dran bist und da eh reincasten kannst. Ja, viele sind einfach nur am Schlafen. Der Vogel spottet immer rein hier. Kriegt eine Schelle dann. Der Kackvogel. Ja, jetzt kannst du deinen Vogel wieder retzen, hä? Huh? Der Mage ist jedenfalls. Ich weiß gerade, wo das ging. Was geaddet vielleicht? Aber wo? Da waren noch keine Mobs mehr. Dann zieh sie hier hoch. Dann beim Eisblock. Kommt da noch was oder sind wir safe? Dann pull ich nämlich weiter. Vielleicht invisible. Denke ich auch. Was kannst du denn den Schutzgeist eigentlich geben? Ist das ja krass. Immer wenn er nicht. Hatte. Okay, ja. Okay, das könnte jetzt. Shit, jetzt ist er auch gerade ausgelaufen, aber ich habe noch eine Wall. Ja, wenn du halt lauter Leute hast, die gut reiner ehen, ne, dann kannst du halt echt durch diese Innis durchratschen. Geht das halt echt zügig. Ich loot den Käse sogar gar nicht mehr, weil das lohnt sich halt echt nicht. Kriegst du ja eh per Post alles geschenkt dann? Nee, das mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile kriegst du wirklich nur noch den Boss-Loot, glaube ich. Also wenn du normale Mobs nicht lootest, kriegst du das nicht. Nur wenn du wirklich aus irgendeinem Boss was nicht gelootet hast, das wird dir, glaube ich, noch nachgeschickt. Das war eine Zeit lang in Leech, ne? Da hast du wirklich jeden Scheiß gekriegt. Ja, voll unnötig. Da war es im Inventar voll, wenn man zu Postkasten lief. Ja, wobei, es ist halt schon praktisch. Da musstest du halt original gar nichts. Mein Gott, du bist der Einzige. Ich hau doch auf den Boss hier drauf und nicht auf den anderen. Dann sollen dann die Mages auf den da oben schießen. Ich versuch da als Mili da an den Typen ranzulaufen und irgendwie noch drauf zu damagen. Das sollten sie mal fixen, dass du instant, wenn du den umhaust, die Dings-EP kriegst. Oh, wieder Level up. Beschweren auf hohem Niveau. Ja, natürlich, also das ist jetzt hier nichts Großes, aber normalerweise aus dem Boss um kriegst du eine EP und dann Loot, ne? Und hier musst du auf diese blöde Kiste mal warten. Komm, klein Nommel. Werden wir wahrscheinlich in Blutkessel kommen. 61. Oh, schade, Sons. Komm, nein, ich bin noch nicht. Ah, oh, fuck, den werde ich nicht kriegen. Nein. Ja, siehst du, Blutkessel, das war klar.
Und ich habe den Schar des Zorns verpasst. Bitter, bitter, bitter. Hier kriege ich es jedes Mal hin, dass ich mit dem Blut am Ende nicht hinkomme, weil ich nicht loote. Deswegen muss ich hier gucken, dass ich die Mobs auch jetzt alle loote. Über die noch ran und dann loote ich den ganzen. Okay, ich habe die geaddet. Ja gut, das hatte ich weggenutzt. Heavy. So, da konnte ich nichts machen. Ich habe auf der einen Seite gepult und auf der anderen Seite wurde geaddet. Aber ich habe dafür schon 8 Blut, das ist ja schon mal was. 6-mal Blut. Fast schon durch die Quest. Sieh die raus. Kommt um die Ecke. Oh, ich bin im Full Stun. Du wirst die Aggro kriegen. Kommt alle um die Ecke rum. Alle um die Ecke rum. Oh, ich bin wieder voll weggestunt. Oh, oh. Jetzt zeigt, was ihr könnt. Ah, ich laufe, das geht schneller. Ah, ich glaube, hier musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Die hauen gut mehr rein. Und vor allem die CC die ganze Zeit, das ist das Fiese. So, jetzt gucken wir mal, haben wir jetzt genug? Wieder 8 Blut. Ja, ich bin durch. Bin auch durch. Echt? Okay, krass. Aber warte mal, achso, du brauchst ja bloß 10, ja, dann bin ich auch fertig. Mhm. Passt. Da merkt man halt dann beim Überleben Hunter, wenn der Damage dann kommt, wenn die wirklich schön zusammenstehen. Weil dann kommt der Dot von der Bombe auf alle drauf. Jetzt beschweren, dass die Mobs nicht so gut stehen oder was? Nee, doch, aber da war es halt gerade perfekt. Da kam halt mehr Damage als beim Mage. Weil ich tot war. Das ist halt dann der Unterschied. Okay, aber die Nuts, also muss er echt alle CDs ziehen. Nutzen halt echt gut rein. Ah. So, mein Pet ist schon wieder tot. Ja, muss immer den Taunt ausmachen vom Pet. Das hat eigentlich gar keinen Arm. Ich hätte zumindest nicht wieder angeschaltet. Also ich glaube nicht, dass das Pet sonst die Aggro kriegt, wenn es keinen Taunt anhat. Also bezweifle ich jetzt eher mal. Klopp drauf. Nope, kein Taunt. So viele Mobs da. Er muss jetzt gucken, ob sein Taunt, ne, an oder aus ist. Das ist schon nicht so ganz leicht. Als DD lasse ich mir sowas nicht entgehen. Meine schön zusammengestanden, da kannst du nichts sagen, ne? Ja, die waren schön, aber ich war nicht. Du warst nicht schön, ne? Merk schon. Mein Vogel war tot. Hängst du an dem Viech oder was? Ja. Eiler war übernommen, glaube ich. Ja, übernommen, ja. Der hat mich gerade mit 2,28 weggeschellert. Was ist denn das hier? Ich halte dich, ich halte dich. Ich bleib liegen. Okay, ach, der hat eine Explosion gemacht, die all. Okay, 301 Meter, die hätte ich auch nicht avoiden können. Also so schnell sind meine Beine auch nicht. Ja, dann müssen wir vielleicht ein bisschen gechillter die Pulse machen. Und schaut, dass ihr die Bomben nicht immer auslöst, ne? Die ratschen uns ziemlich tot. Okay. Die legen so Minen, ne? Wenn ihr da reinhatscht, kriegen wir alle halt einen Haufen Schaden. Records? Bist ein Gammler, ne?
Bist durch die Mine durchgepatpackelt. Genau gesehen. Ja. Na. Man hat wirklich richtig rein, ne, diese komischen Minen. Ach, du kannst das im Laufen kannst du diesen komischen Dingscast machen? Oh, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Welchen? Ja, den Kul'Tirana-Schlag, dieses Rumschwingen. Schwinger heißt der. Der haut relativ gut Schaden raus, knockt die halt zurück und stunt die, ne? Ach, das ist die Volksfähigkeit, ne? Genau, das ist die Volksfähigkeit von denen. Da ich halt noch keinen Interrupt hab, ist das die einzige Möglichkeit irgendwie zu interrupten. Gut, mittlerweile habe ich auch einen Typhoon und hab auch einen Raw, ne? Könnt's auch damit interrupten, aber auf dem Low-Level war es das einzige. Ach, holst du den Boss dazu? Was heißt der Boss? Ach nee, das sind ja die Gruppen. Ich bin voll gestunt, ich kann jetzt nichts machen. Boah, 5 Sekunden Stun. Nö, kommen ja die Wellen, dann hast du halt zwischendrin schon was zu hitten, ne? Wenn du die anderen Mobs noch machst. Den Boss ziehen wir gleich in den anderen Raum noch mit rein. Liegen wieder Bomben. Ja, ich glaube, sowas müssen wir öfter machen, so eine E-Gruppe, das geht halt dann ganz gut ab. Lauft gleich mal dahinter, ich schau euch mal. Nehmen den Boss gleich und hauen ihn hier hinten um. Ziehen ihn damit. Jetzt habe ich auch zwei Aufladungen. Ah, schau mal, ich bin anscheinend vom Level jetzt nochmal aufgestiegen und habe jetzt zwei Aufladungen von Dings. Müssen wir gleich mal ringen. Okay. Okay, das haut jetzt dann doch ein bisschen rein. Ich bin stunned. Oh, wir haben da hinten die ganzen Mobs geaddet. Das ist nicht gut jetzt. Ich hab dich. Hör mal. Ich bin dead. Das ist halt jetzt gar nicht gut. Die hätten wir nicht adden dürfen. Ja, gut. Der müsste echt aufpassen. Ich hab den extra, den Boss ganz am Rand lang gezogen. Ich weiß nicht, wie ihr die hinten adden konntet. Die waren ja ganz am anderen Ende des Raums gestanden. Das ist ungünstig. Brauch mal einen Spionage-Addon wieder, das anzeigt, wer gepult hat. Oh, ein Level Up. Jetzt muss ich noch gucken. Irgendwas war auch noch, was ich, wo es auch nochmal zwei Aufladungen, also Rang 1 und Rang 2 gab. Sollen wir hier mal gucken? Weiß nicht, da ein Standardschild, also Absorbschild. Ich hab kein Absorbschild, das ist Drill Tank. Schild? Das eine stackt auf jeden Fall, meine ich. Ach, du meinst, ah ja, Eisenfell, die Active Mitigation, aber das ist kein Schild, da krieg ich mir nur mehr Rüstung. Wenn das ein Schild wäre, wäre es cool, ja. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. Ne, viel ist gar nicht mehr, was ich jetzt offen habe. Warte mal, habe ich den Interrupt jetzt auch? Was? Herr Schädelstoßen kommt noch. Genau, mit Stufe 70 habe ich Schädelstoßen, ne? Und dann habe ich den Void. Hibernate ist sinnlos. Das ist nur ganz praktisch. Das ist ganz praktisch und sonst halt die Meisterschaft, ne? Da, wenn du die noch drauf hast, weil ich habe ja schon Gear, das Mastery drauf hat, oder? Hier liegt der Mage. Oh. Hat er doch released. Mhm. Oh, nee, ich habe gar kein Gear, wo Mastery. Anscheinend ist auf dem Level Gear gar kein Mastery drauf, sehe ich gerade. Okay. Das hat sich gerade gelohnt aufzustellen. Jupp. Jetzt, wo wir da sind. Sonst. Stimmt, ich sehe es gerade, man hat gar kein Mastery auf dem Dingsgear drauf, ne? Interessant. Haben die Map wieder verändert?
Nein. Bei den gekillten Bossen ist jetzt ein Kreuz dran. Sehe ich zum ersten Mal. Ach Ach so, das. so, ja, das ist aber schon so ein bisschen, so eine Weile. Ach so. Bin noch nicht da. Ah, jetzt bin ich voll weggestunt. Hab dich. Jetzt zeigt, was er für ein Damage macht. Ist echt krass, wenn du da rein in der Kahn explosionst, ne? Dass der eine Ding an Damage macht. Er kann eine Macht und gib ihm. Vor allem alles andere, was er machen würde, wäre sogar falsch, was dann deutlich weniger Damage macht. Aber er ist ziemlich mana-hungrig, so ein Ja, das Arcanist. schon. Ja, gut. Hervorrufung auf Cooldown. Für den Damage kann man das schon machen. Ja. Die Bist Mist, die kommen jetzt hier raus. Wollt die da hinten nicht? Oh, ich bin wegbetäubt, komplett betäubt. Na, verdammt! Shit, das war jetzt nichts. Zieht die mal ein bisschen Komm, hinter. das schaffen wir Ich glaube an euch. nicht. Ah, weißt du, wenn die CCs nicht wären, dann geht das alles, aber du bist halt die ganze Zeit weg CC, das ist halt ätzend. Ja gut, okay, das funktioniert so nicht. Ah, Jetzt Mage ist müsste es auch der da. Mage wieder da. Rett uns. Jetzt, wo wir neu laufen können. Wir müssen halt alle auf einmal sein, ne? Nicht Ja. nur drei Leute oder vier. Ja gut, klar, wenn die Mobs schneller tot sind, ist auch alles kein Stress. Ich war jetzt halt nochmal komplett weg CC, dann stirbst du halt einfach im Ding. Also wenn dann gleich laufen oder halt liegen bleiben, ne? Das ist halt die Ding. Jetzt brauchen wir halt hier ewig, keine Ahnung. Das war es jetzt halt nicht wert. Dachte, der ist halt schon wieder da, aber der war halt immer noch am Laufen. Das ist halt der Nachteil in den PC-Innis, da hast du halt ziemlich viele Mobs, die CCs reinhauen und wenn du da halt zusammenpulst. Dann, wenn es blöd läuft, bist du halt echt eine CC-Kombi und wirst einfach weggeschallert. Ist halt als Tank vor allem nervig, weil du halt nichts ziehen kannst, wenn du im Stun hockst oder im Betäubungseffekt. Wobei, als Druid kannst du ja die Barkskins ziehen. Aber Ja, wenn die gut. ready ist, aber du kannst halt nichts Großes ziehen. Ne? Du kannst halt keine Wall ziehen, du kannst keine Active Mitigation ziehen. Kannst auch nicht avoiden oder so, wenn du gestunt bist. Du kriegst halt einfach in die Fresse dann. Oder ich kann auch keine Heilung zum Beispiel ziehen. Zumindest haben wir die Quests abgeschlossen. Der eine Hexer steht da noch, ne? Sonst ist alles down. Den können wir kurz machen. Bin noch nicht da. Alles gut, ist nur ein Mob. Bam. Sind da keine CC-Mobs mehr, ist alles gut. Ich zieh die raus, bleib draußen stehen. Dann kommen die alle zusammen. Nein, seid ihr rangelaufen, denke ich mal. Kannst die Cast halt immer auch interrupten mit so Maßeffekten. Geht halt deutlich schneller, wenn du die hier um die Ecke ziehst, weil dann stehen sie alle zusammen. Sonst stehen die halt da in so einem komischen, ich glaube, Pentagramm oder so, in so einer Formation und naja, brauchst du dann halt immer ewig.
Brauchst du ein Display oder geht das? Was mit der? Nö, der macht jetzt nicht so viel Schaden. Okay. Dann mache ich auch Schaden. Wunderbar. Na ja, gut, die Vibes hätten wir uns vielleicht sparen können. So ein Movement Speed hätte ich gern immer, ne? Das wäre was. Prozent ist denn das? Wahrscheinlich irgendwie 500% oder so. Das wäre krass. So. Wenn das im PvP hast, als Melee, dann wird's lustig, wenn die anderen weglaufen. Mit dem Server-Lag und so, dann kannst du dann verkackt, dann kannst du dann nur noch Caster spielen. Das ist natürlich Hunter das Beste, was du machen könntest. Scheinbar habe ich den Umhang sogar noch nicht mal gehabt, ne? Für den Transmog. Ach ja, die ist doch auch ganz lustig, die Inni. Vor allem, wenn du am Ende vibest, ne? Und dann den kompletten Weg nochmal laufen darfst. Da freust du dich. Ja, ziemlich lustig, ja. Da kommt dann richtig Freude auf. Wenn dann irgendjemand da nochmal 5 Mobs extra pullt. Oh, schade, Sons ist am Start. Mal irgendwann das Mount kriegen sollte, hä? Die Form da von deinem. Also die. Die Anschreibung so schaut gar nicht schlecht aus. Die hat was. Ey, wie habt ihr denn jetzt den? Da war der komische Vogel dran. Du hast den Nager geedit. Genau gesehen. Ja. Ja, dein Vogel war da dran. Da musst du ja drauf geschossen haben. Der muss einen Vogel haben. Ich merk das schon. Reicht doch, wenn man diese die Elite da umnutzt, dann hauen die anderen doch schon ab, ne? Ja, du musst die nicht killen. Außer du addest sie halt jetzt so wie die hier, dann ist blöd. Bin geslowt. Ich bin geroutet. Bleib stehen, komm zurück. Alles gut, ich pull hier nur. Das hilft nicht beim Täler. Ja, das, ne. Hier lauft mal da an dem Rand. Pull da nicht so viele, dann geht das schon. Slowed. Ich komme nicht nach, ne? Also ich bin immer noch nicht in Range. Alles gut, ich hab nochmal. Noch eine Wall habe ich. Okay, ich hab dich. Ja, alles gut. Ja, mich hier als unbelehrbar darstellen will, ne? Es ist schon irgendwo ein bisschen richtig. Ein Stopp gibt es nicht. Weil die ich sag einfach nur. Nee, das ist ja gut, dann kann ich ein bisschen kalkulieren, was. Er pullt dann nur ein bisschen weniger mehr. Dass mehr du so selber was ziehen kannst oder so. Ja, ich sehe ja, was ich ready hab. Und wie lange ich dann etwa wieder mit überleben kann. Von der anderen Seite hier, ne? Naja, gut. Die hätte man auch skippen können. Aber die Mobs gehen ja relativ schnell immer eh unter, von dem her. Die Totem-Sachen müssen wir. Ich mach die schon, die Totems. Ich weiß gar nicht, ob wir den theoretisch auch mitziehen könnten. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Der dürfte ja nicht resetten. Der läuft ja hier oben eh rum, ne? Also eigentlich. So, Mob ist gelootet, weiter geht's. Ich
Bist du eigentlich mit Feder oder mit dem Speedschild? War ein Priest, oder? Ja, was, genau. Was, meinst du mich? Ja, sonst hat ja keiner ein Schild unter Feder, oder? Ich hab kein Schild, ich bin Holy. Also, oder was meinst du? Hat Holy gar kein Schild mehr? Selbst ein Shadow hat doch ein Schild. Nee, Holy hat kein Schild. Echt, haben die das komplett weggenommen? Denk mal schon. Du denkst oder du weißt es? Also im Zauberbuch habe ich keins, keine Ahnung. Okay, ja gut, ja. Ich weiß nicht, ich dachte, du hast da... War das nicht mit allen Priester-Dingern so? Ich glaube, selbst der Shadow hat... Ich glaube, ich habe mit dem Shadow das Speedschild geskillt. Ich kann mir jetzt auch... Ja, der Shadow, ja, aber der Holy, der hat es, glaube ich, nicht. Okay, der hat es nicht, okay. Nur Holy und Shadow. Ja, mit dem Holy machst du halt richtig viel Damage im Low-Level. Okay. Aber wenn du einen Tank dabei hast, der so aggressiv pullt, da kommst du gar nicht zum Schaden machen. Ja gut. Kannst du ja eh Schaden eigentlich machen? Also geh, diese heilige Nova, ja, diese... Okay. Das ist schon am Start, ja. Aber ich heil dich da lieber. Ja. Du heilst die nicht sogar auch. Ja, aber halt wahrscheinlich, ist halt da eh Heal, ne? Halt normal halt, aber... Ja, der Boss haut richtig raus, da muss man mal ein bisschen gucken, ne? Ja. Stimmt, die letzten 10% oder die letzten 15% macht er so ein Enrage. Da musst du alles raushotzen. Ja, komm, dann holen wir ein paar Naga dazu hier. Können wir die noch ein bisschen wecker ehen nebenbei, wenn er das erst am Ende macht. Schau mal, was der hier reinzimmert. Okay. Ja, gut. Ich hab dich. Ich hab jetzt sicherheitsweise. Ich will hier nicht laufen, deswegen mal die erste Wall. Und jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt ist er im Enrage, Achtung. Kannst sogar weglaufen. Ja, aber lauf nicht weg. Okay, dann haben wir doch mal eine Waffe. Ah, warte mal, ich habe ja hier... Bam, bam. Hab ja mittlerweile Dings... Ich müsste gleich mal recken. Ja, okay. Muss halt danach kommen. Ich wollte mal nur eine Gruppe. Ich habe halt nichts, ich habe wirklich gar nichts mehr ready jetzt. Aber ich bin auch schon Infighter, mache ich halt Schaden. Achso, ich dachte, du sitzt schon. Was, wenn ich ja eine Gruppe mache, dann brauche ich keine Heilung. Okay, ich sitz. Wunderbar. Komm, ich raw euch. Speedball. Ich komm nach. Da fehlt ja einer. Ist noch nicht in Range? Ja, ich laufe von dir weg. Mit der Feder komme ich schon hinterher. Ja, so siehst du, hat er doch die Federn. Okay, ich hab dich. Hier musst du eigentlich nur ein Krebs-Ding pullen, aber es wird jedes Mal geedit, deswegen hol ich die lieber gleich zusammen. Tilar, weißt du, ob Tierherrschaft eigentlich jetzt mittlerweile mehr OE macht in den Level-Bereichen? Boah, mein Hunter, keine Ahnung, ich habe meine immer nur auf MM, aber das ist, boah, geht so. Kannst du sie ja mal durchtesten, mal einen als Ding vielleicht laufen? Auf Level 40 oder so war auf jeden Fall deutlich schlechter. Okay. Also in dem Level, nicht mehr alles so schön mit den in dem Level habe ich sie gerne als Beastmaster, aber bist halt ein bisschen schwächer als Treffersicherheit. Aber ist halt voll entspannt. Na komm raus, du Gammler. Hinten wird der Mob attack. Ja gut, das ist aber ne, uninteressant. Der gibt uns ja einen coolen Buff, deswegen. Naja. Hält der nach der Indie? Glaube ich nicht. Meistens sind die Sachen ja dann immer weg, das ist halt so eine Sache.
Hier müsst ihr gucken, wenn ihr angebrefft werdet, den, ne? Rauszudrehen, weil das geht hier auch oftmals in die Hose. Du musst weglaufen, wenn er. Ja, gut, okay. Ja, ich dachte es mir auch gerade, aber ich war gerade was umstellen. Ja, ja, das will ich jetzt auch behaupten. Hat er einfach totgebrefft, der Typ. Ich habe gerade einen Bogen rausziehen müssen. Da war ja was, dass man Spec ändern, auch die Waffe ändern muss. Oh ja, Hauptsache über dem Tank. Du Gammler, hast du das gesehen? Ja, schon gesehen. Ich habe mich selber. Hab ich einen sterben lassen. Aber ich habe quasi mich selber geheilt. Ich habe einen Global für Eigenheilung benutzt. Aber Heiler können teilweise echt rausrotzen. Ja. Hier bei Mechadrit hat einer mit seinem Twink-Pala-Heiler quasi gedingst und der hat 14k DPS gefahren beim Single-Target-Boss, ne? Echt krass. Boah, krass. Also, ja gut, Pala, die machen ja auch, wenn die irgendwie Schaden machen, dann kriegen die ja auch irgendwie so, dass sie umsonst heilen können oder so. Ja, aber ich glaube, der hat nicht geheilt. Wir haben da irgendwie mit zu vielen Heilern gespielt oder so. Oder nur in der Intermission braucht man den als Heiler und sonst hat er halt nur Damage durchgezogen, ne? Das ist schon krass. Naja, Stufe 66 bin ich jetzt schon mal. Es ging jetzt aber echt schnell, ne? Das sind die zwei Bollwerk-Runs. Hab jetzt schon meine 5 Level, ne? Na komm, nehmt an. Quest abgeben. Oh. Ach, dieser ist nicht schön. Ja, das. Ja, die hauen hier richtig rein, die Viecher, ne? Ach, alles easy. Vor allem zählen sie dich ständig beim Chargen. Wollen wir voll tryhard gehen? Ich hab dich. Ach du, ich glaube, wir sollten vielleicht doch nicht voll tryhard gehen. Wenn ich das jetzt hier schon sehe. Oh Gott, ich zieh durch, Alter, du kommst nicht über 50%. Okay, okay, wir gehen jetzt voll tryhard. Ich lauf durch, pull den Boss. Ihr müsst bei mir bleiben, die Mobs. Ihr müsst hier am Anfang stehen bleiben, ne? Okay. Wir gehen jetzt voll tryhard. Es kommen nämlich alle Mobs. Na gut, dass ihr schon drauf schießt, wenn ich zum Boss durchlaufe. Alter. Selbstmordkommando. Ich hab ne. Ja. Ich hab nix. Was war der Plan? Full tryhard war der Plan. Jetzt erät noch rein, dass die ganzen Mobs sterben. Wenn du den Boss pullst, kommt. Sind zu viel. Nee, warte, doch, komm, hier, die sind alle fast down. Die verrecken noch, komm. Ich bin nochmal tot. Rotz mal da rein in den Puff. Wir dürfen nicht out of fight gehen. Voll try hard. Das hat einfach wirklich funktioniert. Der Boss kickt uns so weg. Ja, der kickt dich dann irgendwann aus der Instanz raus, ne? Na gut, jetzt der. Ich bin nur dreimal gestorben. Killer, toller Plan. Ich hab doch gesagt, dass es wahrscheinlich nichts wird, aber. Da hätte ich den Schutzengel gebraucht. Er ist schon im ersten Trashpack drauf. Ja, ich sag doch, das hätten wir. Aber es hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt sogar schneller war, als wenn wir die Packs alle einzeln gemacht hätten. Wahrscheinlich schon. Kommt halt der ganze Raum zusammen, ne? Wenn du den Boss pullst. Aber Rap-Kosten. Ja gut, die ganzen Heirloom-Items musst du eh nicht zahlen. Und das, was du auf den Level an Rap-Kosten hast, ist halt, ne? Ich könnte mir noch ein paar so Säckchen aufmachen. Ah, sind schon wieder ein paar bessere Items drin. Ah, Umhang brauche ich auch nicht. Ich hasse diese Viecher, dass die dich chargen, du kannst da erstmal nichts machen. Der eine läuft erstmal ran, schaut zu. Ja, willst du mal mitkämpfen? Wie wär's? Wo ist denn der Hunter? AFK? Ja, der ist irgendwie. Doch, aber da war kein Pet mehr da. Jetzt. Zieh durch, oh yo. Weißt du, ich glaube, den müssen wir jetzt mal ein bisschen Geld abknöpfen hier fürs Carry-Run. Erzählt er einem, dass er so viel Damage macht und dann steht er nur AFK rum.
Mach überleben, das reicht schon. Der soll jetzt mal den Scharfschützen. Aber der macht wahrscheinlich wenig. Kommt das eine Ad? Du hast. Oh, du hast geedet. Oh. Verkackt. So, jetzt machen wir das Dings hier. Die Mobs machen wir und dann muss ich quasi die hochheilige Prozedur des Mondes übernehmen. Ach, ist das nicht die Idee mit diesen Geistern, die dich verfolgen und du dann One-Shot bist? Nee. Oder ist es eine andere Idee? Im Tempel gibt's sowas, wo so Geister sind. Seht ihr keinen, oder? Kurz vorm Endboss da. Ah, die sieht doch genauso genau gleich aus, oder? Ja, gut, die, da hast du doch so Geistermobs, die einen verfolgen und dich killen, wenn du. Ach doch, die meinst du, ja, aber die One-Shotten, die hauen ziemlich viel Schaden aus, aber One-Shotten tun sie dich nicht. So, warte mal, wer war das jetzt, der Hunter? So, du kriegst jetzt den Mond des Versagens. So, offiziell, den kriegst du jetzt bis der nächste versagt. Du hast gerade selber den Mond des Versagens. Hey, warum hab ich jetzt den Mond des Versagens? Ich hab's selber gegeben. Ups. Das merkt er nicht. Ich hab nichts mehr. User left your channel. Ups. Da lief einer gleich. Ich muss gleich recken. Ich hab nichts mehr. Ich bin voll im 4. Hier, die Mobs sterben hoffentlich jetzt schon. Sonst machen wir das einmal so. Oh Gott, ich hab nichts. Oh Gott. Ja, alles gut. Ich hab mich nochmal in der Eigenheilung. Ich hab die weggenockt. Komm hoch. Ist alles easy peasy. Hey, ich sitz. Okay, perfekt. Axman geht eigentlich auch vom Damage, also auch eh Damage. Pull ich jetzt nur so Gammelwürmchen hier. Kann ein Mage nochmal Int raushauen, bitte? Wir haben nur zwei Mages, da ist schwierig. Das wäre nett. Kostet mich Zeit. HT habe ich auch noch keins gesehen, ne? So, aber, by the way. Aber es gibt auch dick Damage für dich. Hast ja recht. Okay, ich bin wieder da. Eigentlich bei dem Big Pull wären HT echt gut gewesen, ne? Ich suche mal raus. Da sind sie beide ganz ruhig, ne? Wenn so ein Match ist. Spiele ich ja ohne Pet. Da habe ich gar keine HT. Ich mit 80 erst HT. Echt? Okay. Mage braucht ein bisschen länger. Hab da gerade noch mal Glück gehabt. Lass mich fragen, ob ich den Gammler da reinziehen kannst. Passt doch nicht rein. Scheiß zu groß. Er kratzt schon an der Decke, ne? Er schützt sich den Kopf. Ich hoffe, der resettet nicht. Der Lauf aus der Range. Ja, ich dachte mir, ich will hier noch ein bisschen Stun? Aggro? Ah, okay. Das war jetzt. Oh, ich bin handlungsunfähig. Das hab dich. Bin wieder im Stun. Ich bin wieder handlungsunfähig. Okay, das war gar keine gute Idee, die mitzupullen. Aber wir machen das jetzt mal so. Ich bin wieder im Stun, 4 Sekunden. Ja, ich zieh, was passt. Okay. Oh, bist komm, du lass mal die Ads umhauen. Mal ein bisschen rum. Ja gut, die tun dich die ganze CC in die Ads, das ist ein bisschen kacke. Das war vielleicht jetzt nicht so die gute Idee. Wie, an was bist du denn jetzt gestorben? Ich retz dich dann. Am Kristallgefängnis. Siehst du, ich kann mich selber hochheilen, alles easy. Ständig betäubt. Ja, der Boss macht so ein Stampfen. Bisschen blöder Dude. Ja, bei manchen Bossen solltest du vielleicht nicht den ganzen Flash mit dazu ziehen. Das doch wieder überleben. Danke dir, Finris. Bitte, bitte. Looten wegen der Quest, ne? So, jetzt kommen die lustigen Räume. Du hast. Was ist denn? Du hast einfach. Edit alles. Du hast einfach immer noch den Mond des Versagens drauf. Ach. Warte, hier. Ich bin mir sicher, dass ich dem Hunter den Mond gegeben habe, ne? Bin ich mir hundertprozentig sicher. Irgendwas. Was kriegst du die ganze Zeit für einen Debuff, damit ich weiß, ob ich ihn überhaupt dispellen muss? Also es gibt hier verschiedene Sachen. Jetzt habe ich den Dings drauf. Kannst du, glaube ich, gar nicht dispellen. Ja. Getrot. Ja, das Problem ist. Ich heil ganz langsam.
mich halt ganz, ganz langsam. Das Problem ist, die Mobs desorientieren die ganze Zeit und dann wird der Nächste, der halt daneben ist, weggemilied. Mein Gott, ich bin halt nur im Handlungsfähigkeitsding. Und wieder. Die gehen dann halt sofort auf euch, ne? In den nächsten Aggro. Ich bin halt nur noch im CC. Boah, jetzt laufen in die anderen. Ja. Ich bin wieder im CC. Es ist vorbei. Ja auch. Tila, die schaffst du. Lauf rein. Ja, das ist die Kacke. Ihr werdet halt weg. Ja, ja du bist halt im Sekundentakt im Ding. Oh Gott, im Ding. Okay, jetzt bin ich stand. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da sind. Okay, du hast Wings. Oh Gott. Noch nicht. Das meinte ich mit dem. Das ist so asozial. Du bist halt nur im CC. Mit 10% kann ich das machen? Weil manchmal bist du im Dispel und du rennst einfach weiter und als wäre jetzt nichts gewesen. Vielleicht manchmal kann ich das dispeln. Alter, schau mal, da überlappen sich die CCs dreimal. Das ist echt eine Wichse. Also wenn dann, haust du sie instant down oder du hast selber einen Mars-CC oder du musst sie einzeln machen, weil sonst, also ich war jetzt nur noch im CC, teilweise haben sich die dreimal überlappt, die CCs. Aber wir haben blöder. Also wenn du Mastern hast, ist es halt easy. Dann kannst du es dann wegknappen. Hast du deinen Handlungspfeil schon? Du hast Shami einen. Oder. Shami hat einen Mastern, DH hat einen Mastern, Hunter hat den komischen Pfeil. Oh ne, jetzt hab ich den Mond. Aber den hast du noch nicht, den Pfeil, ne? Dann kommt der bindende Schuss. Welchen? Da kommt erstmal. Nö. Nee. War jetzt ein bisschen in Reihenfall. Schuss? Die können halt alle CC in die Mobs, das ist halt das Ätzende. Da sind halt auch schnell die Ds futsch, ne? Der haut mir einen Desorientieren drauf. Und dann hitten die halt das nächste, was da rumsteht, ne? Ja. So schnell. Ich bin noch nicht da. Ist er, genau das meine ich. Und dann gehen sie auf den nächsten Dude. Jetzt bin ich da. Hab dich. Ey, grüß dich. Ich level halt meinen Kultiraner hoch, ne? Hier mit ein paar Leuten aus dem Stream. Im Moment sind wir in Burning Crusade am Leveln. Ich bin jetzt 66 mittlerweile schon. Gerade am Sterben. War halt eigentlich echt nicht mehr viel, was wir hatten, ne? Dann, hier sind wir schon raus, dann sind die ätzenden Mobs finito. So, wir machen jetzt nochmal eine Harakiri-Aktion, oder? Wenn du den Endboss pulst... Noch nicht. Mach mal 20 Sekunden, bitte. Ja, wir müssen eh erstmal hoch. Ich bin erstmal gefehlt. Ich lauf erstmal gegen die Wand. Okay, jetzt. Wollen wir das machen? Beim letzten Mal mussten wir nochmal komplett neu reinlaufen. Hier kommt was, Achtung. Habt ihr geaddet, okay. Ja, dann. Ach, du willst den Endboss und dann triggert er die ganze Ini. Pullt hier alles, was da steht, dann. Man hört die Begeisterung raus. Können wir gerne machen. Nee, auf, komm. Ja, aber wir müssen den einen Mob und dann laufen wir da rein und ich hab alles ready. Ihr müsst nur eins wissen. Diese Mana-Würmer, wenn die sterben, explodieren die. Ne, und machen einen Haufen der E-Schaden. Da solltet ihr nicht daneben stehen. Lass dich noch davor kurz vollheilen. Ja, okay, warte, dann machen wir die Mana-Würmer okay, weg. Halt voll. Ich. Jetzt bist du voll. Ja. Warte, noch kurz. Ich halte dich noch voll. Ja, warte, wir können von da hinten rangehen. Stell doch hinten auf den Haufen drauf. Und dann kann ich mich zwischen euch und die Mobs stellen. Okay. Den Boss soll es als Rasse geben. Auf geht's. Int und dann Kampfrausch. Oder wie? Kampfrausch ist noch nicht. Oh, ich bin Int halt nice. im Silence. Ich hab dich. Fangstick. Bin voll im 4.
auch mal verwandelt. Kann ich dispellen? Ich bin geschiebt. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Heil wieder. Ja, scheiße. Da war ich geschiebt. Okay. Okay. Der war schon mal, ne? Halbdown ist der Boss. Gut, das war jetzt der Fun-Teil. Das war jetzt nicht so sinnig. Oh, mein Gear ist jetzt rot. Warte, ich muss fix rausretten. Okay, das machen wir nicht nochmal, falls wir nochmal reinkommen sollten. Ja, es ist halt blöd, wenn der Heiler weg-CC'd ist, ne, und nicht heilen kann. Was? Der Heiler kann nicht heilen? Nee. Ja, wenn der im Schieb ist, wird's eher schwierig, ne? Ja, das schon. Ja, das war jetzt eher dumm, jetzt müssen wir die komplette Inni wieder hochlatschen. Gleich nochmal. Ja, wenn der Heiler nicht CC'd gewesen wäre, dann ne, hätte es vielleicht was werden können. Die Mobs waren ja schon alle relativ low und der Boss war auch schon halb runter. Das Verängstigen ist halt mega unnötig. Dann nicht zu nah dran, dass er mich CC'd hat, oder? Ja, ich war da vor dem Schieb und dann dran. Weiß ich nicht. Was halt random da CC'd, ne, wenn es halt blöd läuft. Das ist natürlich scheiße. Es sind halt so viele Mobs, dass du halt dann einfach CCs frisst. Ja gut, okay, das kannst du anscheinend jetzt doch nicht mehr machen. Früher ging das noch relativ gut, als die Innis noch nicht hochgebalanced wurden. Das noch, dann konntest du hier die ganze Inni ranpullen. Also vom Damage wird's gehen, wenn sie halt nicht so viel CC'en würden, die Mobs. Bin ja auch sofort am Anfang ins Nirvana geführt worden, deswegen konnte ich halt nicht nur alle Mobs einsammeln. Weil die ersten haben mich quasi schon CC'd und dann haben die anderen euch schon gehittet. Das war halt das Problem gerade. Und wir SDD stehen 2 Sekunden, wenn die uns anschauen. Ja, da hauen wir schon ganz gut rein, ne? War nicht da? Na, alles gut, ich mach nur eine Gruppe, die krieg ich auch alleine down. Den ersten Mob habe ich eh gleich down. Hab ja 2 Aufladungen von meiner Heilung. Kannst du ruhig sagen, wenn du irgendwie wie ein Dispel brauchst oder so. Ja gut, bei den ganzen Sachen ist es eigentlich egal, beim 4 wäre es halt interessant. Würdest du jetzt ein Dispel brauchen? Nein, das ist Feuerbrand, Aura, keine Ahnung, die tickt mit wie viel. Das ist halt irrelevant. Okay. Ja, dann sag am besten, wenn du Dispel brauchst, so. Weil bei mir wird halt alles angezeigt, was ich dispeln kann. Hm. Und dann dispel ich auch halt den kleinsten Scheiß. Ja, also das brauchst du alles nicht dispeln. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist so ein 4. Einfach gar nicht dispeln, bis er sich aufregt, das hilft immer meistens. Ja, in den meisten Lowings gibt's eigentlich nichts Krasses, was du jetzt dispeln musst. Heute im M-Plus habe ich ein bisschen mitgehofft, dass der Heiler diesen Reaping-Debuff runter dispelt auf 40 hochgesteckt. Ja, wenn der das nicht dispelt, dann ist ja eh schon RIP ab 20 Stacks, oder? Das Höchste, was ich hatte, war mal 100 Stacks. Das geht, ja. Richtig viele Mobs. Geht, auf 100, ja, ich habe halt alle CDs nacheinander gezogen und dann bin ich instant gestorben. Das ist ja über 100%, was du rein ist. Ja, prozentual. Ja, ich glaube, du kriegst ja pro Stack, sind es 1 oder 2%? Auf jeden Fall, also war dann instant im Trick gelegen. Kannst auch nichts machen, also wenn es nicht das ist. Ich glaube pro 10 Stacks 1%. Nee, das ist ein Stack ist, wenn dann 1% oder 2, was du reinkriegst. Also, ja. Also ich war auf jeden Fall schon auf One-Shot. So, jetzt geben wir das mal noch ab. Ja, 67 bin ich jetzt schon mal, wunderbar. Ich könnte theoretisch jetzt die Schildkröte. Das ist ja toll. Was könntest du theoretisch? Ich bin eine Schildkröte. Hast du gesoffen? Mein Mega-Dev da.
Ach so, du kannst die Schildkröte benutzen. Ich denke Ja, mir, ich bin redet eine irgendwas. Schildkröte. Ich bin eine Schildkröte. Das, du warst irgendwie ein bisschen nicht mehr ganz klar im Kopf. 17 Minuten haben wir gebraucht. Ja, gut, das war jetzt viel zu lang. Also, wir hätten es halt safe spielen müssen. Dann wäre es halt dann kein Stress gewesen. Die Endboss-Ding hat er jetzt gut Zeit gekostet und das unten in der Mitte auch. Ja, ich wollte mal ausprobieren, ob das halt noch klappt. Aber das geht einfach nicht wegen dem CC. Da kannst du machen, was du User willst. joined your channel. Wir haben ja schon relativ viel Damage. Höllenfeuerbollwerk ist einfach richtig krass. Das geht einfach unter 10 Minuten. Da bist du richtig am Ja, Start. das ist, was du halt eigentlich die ganze Zeit durchgehend willst. Ja. Muss ich nochmal kurz gucken, dass ich mein Gear noch switche? Ah, schau, da habe ich noch was Ich Höheres. reparieren gehen. Reparieren habe ich schon gemacht. So, jetzt haben wir den ganzen Mist mal noch weg. Und dann. Achso, wir sind jetzt. Ach, hast du dich aus dem Dungeon teleportiert? Ja. Okay, dann mache ich das auch gerade mal. Das So ist halt reparieren. das, was halt am schnellsten geht. Ja. Selbst die Stoffe kannst du mittlerweile eigentlich beim Händler verticken, weil die halt sowas von nichts mehr wert sind, ne? Seit du jetzt nicht mehr die Stoffe zum Hochskillen brauchst, braucht die halt einfach keiner mehr. Ich habe nämlich letztens auch ein bisschen in Dings gefarmt gehabt, in Nordend, weil ich da noch so ein Toy brauche. Und ich hatte irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend von dem Stoff, aber das kannst du beim Händler verticken. Das ist einfach so wenig wert, dass es nicht lohnt. Aber ist es nicht so, dass sie das jetzt irgendwie neu gemacht haben, von wegen, dass du jetzt Schneiderei jetzt zum Beispiel auf Burning Crusade hochskillen musst, so Ja, du musst die mäßig? einzelnen Dinge, aber wenn das die 90% der Leute oder noch mehr interessieren sich ja nur für den Endcount, die wollen halt den Beruf für den Endcount Ach hochbasteln. so. Und du brauchst ja für den Endcount die davor nicht mehr, ne? Also musst du ja nicht mehr den Beruf von null hochskillen. Ja, So. okay, stimmt. Nichtsdestotrotz sind wir mit der Stunde durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.